Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Ich freue mich heute, Ihnen Thomas Lübcke vorstellen zu dürfen. Thomas Lübcke ist Wissenschaftler bei den Seenotrettern der DGZRS, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und Sie kommen gerade aus dem Einsatz zurück in Griechenland. Wie kommt man als Seenotretter nach Griechenland? Also wir haben vor ein paar Monaten haben wir ein Unterstützungsersuchen erhalten von der griechischen Küstenwache und ja, einer Partnerorganisation in Griechenland, Hellenic Rescue Team. Das ist also ein Unterstützungsersuchen gewesen an die nordeuropäischen maritimen Such- und Rettungsdienste. Da, wie gesagt, die griechische Küstenwache wahnsinnig viel zu tun hat in der Ägäis und also die meisten Leute haben ja auch in den Medien gesehen, dass es aufgrund der Flüchtlingsbewegungen dort auch viele Verletzte und auch Tote zu beklagen waren. Und da wollten wir Hilfe leisten. Herr Lübcke, normalerweise sind Sie in Bremen angesiedelt, natürlich mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Aber hier haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt, hier ist Ihre Familie in Schwerin und Sie sind ja auch alter Schweriner. Wie kommt man denn wirklich zu dieser Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Sie arbeiten da als Wissenschaftler. Genau, also ich bin sicherlich auch ein Exot bei uns in der Organisation. Ansonsten die meisten Leute sind bei uns, also die Festangestellten, sind natürlich Nautiker oder haben eben einen Hintergrund als Schiffsmechaniker und arbeiten auf den Rettungskreuzern. Ich bin für den Bereich Forschung zuständig, denn ja, wir hinterfragen natürlich auch ständig unsere Einsatzverfahren und gucken, was wir besser machen können, gucken, wie wir unsere Besatzung optimal auch ausbilden können. Und dafür braucht es einfach Wissen und dieses Wissen muss irgendwo herkommen. Nun, als Wissenschaftler haben Sie dann die Rettung Schiffbrüchiger in der Ägäis mit begleitet oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau so. Also es gab im Prinzip zwei große Schwerpunkte, auf die wir uns da konzentrieren. Das eine ist das ganze Thema Entscheidungsfindung. Also wie treffen unsere eigenen Leute, wie treffen die Retter ihre Entscheidung, wenn es in wirklich scharfen Einsätzen, wo das Leben von sehr, sehr vielen Menschen auf dem Spiel steht. Das ist das eine Thema, was wir uns angucken dort unten. Und das zweite sind eben die Einsatzverfahren, die bei dieser ja, sehr außergewöhnlichen Art von Einsätzen eben doch ganz anders ablaufen müssen, als wir es vielleicht in Nord- und Ostsee haben. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie dann daneben gestanden mit dem Buch und haben dann so fleißig mitgeschrieben, wie letztendlich die Rettung von Schiffbrüchigen, also auch natürlich in erster Linie von Flüchtlingen, Sie haben ja zwischen Lesbos und der Türkei gearbeitet, stehen Sie daneben und gucken sich das an oder haben ein iPad, das sind ja heute die modernen so Aufzeichnungsgeräte? Das ist in der Tat eine gute Frage, weil da natürlich auch eine ja auch forschungsethisch auch ein sehr relevanter Punkt ist, denn wenn ich als Wissenschaftler dort einfach, ich sage jetzt mal daneben sitze, daneben stehe, nehme ich natürlich auch Platz weg. Das heißt also, es ist Platz, den möglicherweise eben auch ein Überlebender braucht. Und dadurch habe ich mich dafür entschieden, als Rettungsmann dort unten aktiv zu sein. Das heißt also, ich war ein ganz normales Crewmitglied. Ich musste alle Auswahlverfahren über mich ergehen lassen. Bin genauso gut vorbereitet wie alle anderen Besatzungsmitglieder, die dort eben auch mitgewirkt haben. Und ich habe dann das eine zum einen videografisch begleitet. Das heißt also, wir haben unsere Einsatzkräfte mit kleinen Outdoor-Kameras ausgestattet und haben den Einsatzverlauf damit aufgezeichnet. Und die Sachen, die werden wir uns dann in ein paar Monaten, werden wir uns die dann angucken und werden dann schauen, was sich getan hat, ne? Wie man vielleicht ein paar Monate später mit anderen Techniken zur Verfügung hat. Das, ja. So gehen wir davor. Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass Sie ungefähr in der Zeit, in der Sie da waren, in den 10 Tagen 600 Flüchtlinge daran beteiligt waren, diese Flüchtlinge mitzuretten, die in der Ägäis im Grunde in ganz behelfsmäßigen Schlauchbooten letztendlich liegen geblieben sind zwischen der Türkei und Lesbos, der griechischen Insel, und
Gefahr liefen, auch unterzugehen, beziehungsweise auch zu ertrinken dann. Ja. Wie läuft so ein Hilfsverfahren ab, wenn man so will? Also, das ist natürlich eine extrem kritische Situation, weil die Menschen an Bord, die sind, haben wahnsinnig viel durchgemacht. Viele sind sehr traumatisiert und haben natürlich auch überhaupt keinen Bezug zum Meer und all den Gefahren, die damit verbunden sind. Wir haben es folgendermaßen gemacht: Wir haben einen Rettungskreuzer dort unten, der ein Tochterboot hat. Dieses Tochterboot haben wir zu Wasser gelassen und haben das erstmal vorgeschickt. Die haben dann Kontakt mit dem Boot aufgenommen, haben geschaut, wer spricht Englisch, wer kann übersetzen. Es wurde den Leuten erklärt, was wir mit ihnen vorhaben. Das ist ja auch ganz wichtig, damit zum Beispiel keine Panik ausbricht, denn jegliches unvorhergesehenes Ereignis kann eben dazu führen, dass diese sehr kippligen Schlauchboote wirklich kentern und dann hat man auf Schlag mit einmal 50, 60 Menschen im Wasser. Und das ist also für jeden Retter so einer der größten Albträume überhaupt. Das heißt also, da sind wir sehr, sehr vorsichtig vorgegangen. Die Personen in den Schlauchbooten haben natürlich sehr gut auch mitgewirkt. Das heißt also, wir haben erstmal Kontakt aufgenommen, dann haben wir eine Leinenverbindung zwischen unserem Tochterboot und dem Schlauchboot hergestellt. Das war gar nicht so einfach, weil die Qualität der Schlauchboote so schlecht ist, dass man da im Prinzip kaum irgendwo was festmachen kann. Und das Einzige, was so halbwegs haltbar ist, ist der Spiegel da hinten, wo der Motor aufgehängt ist. Das heißt also, wir haben dann ein Seil um den Motor gelegt und haben dann ganz vorsichtig etwas Zug in dieses Gespann gebracht, damit das Schlauchboot erstmal stabil läuft. Dann sind wir mit unserem Rettungskreuzer dort rangefahren, rückwärts, haben aus der Tochterbootwanne einen Rettungssteg herausgelassen, das ist also der ist schwimmfähig, und sind dann ganz langsam seitlich an das Schlauchboot rangefahren, hatten es dann sozusagen hinten quer vor unserem Heck und haben dann Leinenverbindung mit dem Kreuzer hergestellt und haben dann nach und nach die Leute evakuiert. Kinder zuerst, Ja, man selbstverständlich. kennt ja diese Bilder aus dem Fernseher. Wie viele Menschen sitzen denn in so einem Schlauchboot? Ja, das täuscht manchmal. Also, wenn man so mit dem Fernglas guckt und man zählt so die Köpfe, dann kommt man vielleicht zu so 30 Leute. Wenn man das Schlauchboot dann evakuiert, merkt man eben, dass ganz viele Kleinkinder und Frauen eben auf dem Boden sitzen, die sind gar nicht sichtbar. Also wir hatten eine Situation, da sagte ein Kollege, der hatte so Köpfe gezählt und sagte, na, das sind vielleicht so 30 Leute. Und als wir das Schlauchboot dann evakuiert haben, hatten wir da eben halt 17 Babys und Kleinkinder in der Mitte mit drin, 14 Frauen, die ja, für uns erstmal unvermittelt dann eben da waren. Das heißt also, auf die Zahl der Köpfe, die man erstmal sieht, kann man sich an der Stelle gar nicht verlassen. Aber ja, es sind immer so zwischen na, 50. Teilweise, jetzt habe ich von Kollegen mit Tele Kollegen telefoniert, hatten wir auch schon über 70 Leute in so einem Schlauchboot. Das ist also gnadenlos überladen. Was passiert denn mit den Leuten, wenn sie an Bord des Seenotretters ist? Wie viele Menschen passen da überhaupt drauf? Das war für uns auch ein Erfahrungswert jetzt. Das heißt also, wir hatten das natürlich vorher in Übungen schon mal ausgetestet, aber wie man das eben nun genau handelt in so einer Gefahrensituation, das konnten wir dort jetzt auch erstmalig in verschiedenen Einsatzsituationen ausprobieren. Wir haben also die Kleinkinder und die Mütter haben wir dann in unser Deckshaus gebracht, einfach weil sie dort eben vor Wind und vor der Gischt geschützt sind. Die übrigen Menschen haben wir aufs Vorschiff gebracht, an Deck. Die haben dann an Deck Platz genommen. Die mussten auch die ganze Zeit sitzen bleiben, aus Sicherheitsgründen. Denn wenn wir jemanden an Bord haben, der wollen wir natürlich auch, dass wir den auch heil in den Hafen bringen. Und dann hatten wir eben sehr viele Leute auf dem Vorschiff sitzen. Und wenn wir dann eben auch noch ein zweites Schlauchboot evakuiert haben, also wir sprechen jetzt dann eben auch von über 100 Leuten an Bord, wir hatten stellenweise 125 Menschen zusätzlich an Bord, da musste dann eben auch das Tochterboot draußen bleiben und dann haben wir dann eben auch noch weitere Personen dann in der Heckwanne
sitzen gehabt. Dann werden diese Menschen von ihrem Seenotretter nach Lesbos gebracht und Genau. dort einfach abgesetzt, oder? Also ja, im Prinzip schon. Also sie werden erwartet. Das heißt also, wir kooperieren ja mit der griechischen Küstenwache. Das heißt, wir melden denen, wie viele Menschen wir aufgenommen haben. Dann sagt die Küstenwache uns, in welchem Teil des Hafens gerade Platz ist, wo wir die Leute dann eben an Land bringen können. Und dort haben dann Busse von UNHCR gewartet. Ärzte haben dort gewartet von mehreren Hilfsorganisationen, die wir dann eben auch, wenn wir zum Beispiel Kranke und Verletzte hatten, also wir hatten Leute eben auch mit teilweise sehr schweren Brüchen, die sie sich schon oft, also während der Flucht zugezogen haben, die unbehandelt waren. Diese Informationen haben wir dann gleich weitergegeben, sodass die an Land dann sofort eben auch medizinisch versorgt wurden. Die Kinder haben dann eben trockene Kleidung bekommen. Die Leute sind ja durchnässt, ne? Also die sind durchnässt und erkühlt. Hatten Sie auch Gelegenheit, mit den Flüchtlingen zu sprechen? Also aus welchen Ländern stammten diese Flüchtlinge und was waren für Schicksale dahinter? Also die Schicksale sind natürlich unbeschreiblich. Also jeder hat individuell wirklich sehr, 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 sehr schwere Situationen durchgemacht. Wir haben immer versucht, eben auch den Kontakt zu den Leuten zu halten. Die hatten selbst auch das Bedürfnis, auch zu berichten. Und also ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir ein Boot evakuiert und wir haben immer gesagt, also zuerst haben wir immer die Kinder übernommen. Und ich hatte eben ein kleines Mädchen, die hatte ich in der Hand, die wollte sozusagen übersteigen und ihr Papa hat auf der anderen Seite nicht losgelassen. Ne? Und das war natürlich in so einer zeitkritischen Situation, war das natürlich erstmal ein sehr ungewöhnliches Verhalten und er hat dann nachher auch losgelassen. Und als ich mich später mit denen unterhalten habe, wir hatten Platz in unserem Aufbau frei und der Vater saß eben mit zwei Kindern vorne auf dem Vorschiff und dann bin ich hin und habe gesagt, Mensch, wollt ihr nicht reingehen, drin ist es warm. Und dann sagte die Kleine, nein, ich will mal bei meinem Papa bleiben. Und dann hatte ich den Bruder gefragt, der sagte, nee, ich will bei meiner Schwester bleiben. Das heißt also, sie saßen zusammen und dann haben sie mir eben erzählt, das war eine afghanische Familie, die auf der Flucht über den Iran wurden die getrennt. Das heißt, die Mutter und die ältere Schwester wurden von iranischen Grenzern aufgegriffen. Die Familie wurde getrennt und, und sie hatten sich so vereinbart, falls das passieren sollte, zieht der andere Partner dann eben mit den Kindern weiter. Und das heißt also, mit dem Hintergrund ist natürlich das Verhalten des Vaters in so einer Stresssituation allzu menschlich. Ne? Und wie gesagt, solche Erlebnisse trägt jeder mit sich umher. Ne? Herr Lübcke, Sie haben ja auch was mitgebracht und zwar hier eine Weste, original von einem Einsatz. Mhm. Diese Weste sieht aus wie eine normale, natürlich Seenotretterweste, wenn man so will, mit der man ins Wasser gehen könnte, mit die, aber wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich, dass das alles sehr schlecht verarbeitet ist. In der Türkei gibt es ja eine richtige Industrie, die sich darauf spezialisiert hat. Ich habe auch Freunde in Istanbul. So eine Weste kann man da sozusagen an jeder Straßenecke kaufen. Wie beurteilen Sie das sozusagen als Fachmann? Also diese Rettungswesten sind natürlich also sie haben es nicht verdient, den Namen Rettungsweste zu tragen. Das ist im Prinzip Stoff, der mit irgendwelchen Abfällen gefüttert ist. Hier hat derjenige, die trug, schon mal Knoten reingemacht, weil die Verschlüsse eben auch nicht halten. Die Dinger sind nicht ohnmachtssicher und haben im Prinzip überhaupt, also als Schwimmhilfe, als Schwimmunterstützung überhaupt gar keinen Wert. Ne? Und wenn man dann eben auch schaut, dass die Leute, die diese Westen tragen, viele von denen können gar nicht schwimmen. Das heißt also, das hat im Prinzip, das ist eine ganz, ganz traurige, ein ganz, ganz trauriger Weg, wie sich einige dann eben auch auf Kosten der Flüchtlinge bereichern. Also für so eine Weste zahlt man so zwischen 12 und 20 Dollar. Das heißt also, ja, die Leute werden also das Leid der Leute wird an ganz verschiedenen Stellen ausgenutzt. Ne? Ja, Lübcke, vielen Dank. Wir packen dieses Gerät hier, was sich Rettungsweste nennt, mal wieder weg. Nun haben wir hier in Deutschland eine gewisse politische Situation auch, aber auch bei den Menschen geht der Wille zu helfen, so wie Sie das machen in der Ägäis, ein Stück weit zurück. Was sagen Sie zu den Menschen hier angesichts dieses Leids, mit dem Sie dort unten direkt konfrontiert waren?
Also den deutschen Menschen natürlich hier. Helfen ist etwas allzu Menschliches, ja. Und jeder, der sich selbst als Mensch bezeichnet, sollte eben auch sich durch Menschlichkeit auszeichnen. Und von daher helfen kann jeder. Helfen kann jeder. Unser Einsatz wird auch von ganz vielen Menschen mitgetragen. Also wir sind eine Spendenorganisation. Wir leben ausschließlich von Spenden. Unsere Einsätze sind ausschließlich aus Spenden finanziert. Und viele Menschen, die vielleicht gar nicht die Zeit haben, sich aktiv vielleicht vor Ort auch für Flüchtlinge einzusetzen, spenden doch kleine Beträge und machen so eben Hilfe auch an anderen Orten möglich. Ne? Wie lange dauert Ihr Einsatz jetzt noch unten in der GIES und werden Sie selber nochmal teilnehmen? Also ich werde auf alle Fälle noch mehrfach dort unten sein. Ich werde auch wissenschaftlich auch andere Hilfsorganisationen, andere Partnerorganisationen auch begleiten. Der Einsatz ist erstmal vorgesehen für 4 bis 6 Monate. So lange wird es wahrscheinlich brauchen, bis wir das Personal von Hellenic Rescue so weit geschult haben, dass sie vollumfänglich den maritimen Such- und Rettungsdienst dort unten bedienen können. Das heißt also genau 4 bis 6 Monate sind jetzt erstmal geplant. In Anbetracht der doch rasanten politischen Veränderung steht das Ganze natürlich immer unter einem gewissen Revisionsvorbehalt, wo man dann eben gucken muss, macht es an der Stelle Sinn, wo sind die genauen Bedarfe, und darauf müssen wir natürlich dann auch flexibel reagieren. Sie selber, wann werden Sie nochmal runtergehen? Vermutlich Ende April, Anfang Mai. Ja, vielen Dank an dieser Stelle für das Interview, Herr Lübcke. Das war natürlich sehr interessant. Ich hoffe, auch Sie, liebe Zuschauer, konnten etwas mitnehmen, das Helfen durchaus Sinn macht. Und wenn Sie selber mehr Informationen brauchen, haben wir Ihnen unten nochmal die Internetadresse der Seenotretter eingeblendet. Die Seenotretter erwirtschaften sich ausschließlich aus Spenden. Also wenn Sie sich beteiligen wollen, dann spenden Sie einfach. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche.